Rund 1000 begeisterte Fans haben den FC Bayern in der chinesischen Hauptstadt Peking empfangen. Die Anhänger begrüßten die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola am Freitagmorgen nach dem rund 9-stündigen Flug. Philipp Lahm und Co. beglückten die Fans mit Selfies und vielen Autogrammen. Erstmal ist es schön, wenn man weit weg von zu Hause ist, dass es überall auf der Welt einfach Fans gibt vom FC Bayern. Und das ist das Besondere. Als wir heute vom Flieger ausgestiegen sind, am Flughafen, unglaublich, was da los war, selten sowas erlebt und freut natürlich jeden Spieler, genauso im Hotel ist die Hölle los und das macht auch Spaß und deswegen machen wir das ja auch. Auch die erste Bayern-PK in China, alles andere als gewöhnlich. Rund 150 Journalisten waren gekommen und die nutzten ihre Zeit mit den Superstars gnadenlos aus, mit teils kuriosen Fragen. Wann bekommt man schon mal die Möglichkeit, einen Weltmeister nach der Frisur zu fragen? Ich hatte einfach Lust auf eine Kurzhaarfrisur wieder. Wie Ayen oder unser Trainer auch, habe ich damit nicht das Problem, vorm Spiegel zu stehen und mir die Haare zu machen. Und gerade im Sommer, wenn man so oft duscht und die Haare nass sind, deswegen. So eine Reise ins Reich der Mitte hat zweifellos einen überschaubaren sportlichen Wert. 19.000 Flugkilometer, 3 Spiele in 9 Tagen, einige Trainingseinheiten und das bei tropischen Verhältnissen. Der FC Bayern aber nimmt die großen Strapazen gerne auf sich, um den riesigen Markt in China zu erobern. Zahlreiche Marketingtermine sollen dabei helfen. Die Engländer erholen uns gerade im Moment links und rechts im TV-Geld, im Marketing, in den Aktivitäten am Transfermarkt, überall. Also ich glaube, die Bundesliga muss aufpassen, dass sie da nicht ein bisschen den Anschluss verliert. Und um den Anschluss nicht zu verlieren, muss man ganz einfach auch solche Reisen machen. Das, wie gesagt, sind keine Vergnügungsreisen, das wissen wir auch. Dass unter der Tour die Vorbereitung auf die neue Saison leidet, nehmen die Bayern billigend in Kauf. Für Guardiola aber geht es primär darum, sein Team trotz aller Widrigkeiten anständig auf die Saison einzustimmen.